Hier ist der Testmischel von YouTube. Ich habe euch ja schon bereits verschiedene Lego-Custom-Figuren vorgestellt. In meinem heutigen Video geht es erneut um Minifiguren und welche da sind, das zeige ich euch jetzt erstmal. Die nachher gezeigte Custom-Figur aus Original-Lego-Teilen, US Army Special Force Soldat mit M4 Sturmgewehr, kann man auf Amazon bestellen. Im Zweier-Set kosten die rund 19 Euro. Wer sich den nochmal anschauen möchte, der Link dazu steht im Textfeld und im Video. Und da hätten wir jetzt den Soldaten. So viel gibt es jetzt auch nicht zu zeigen. Ist ja eine Einzelfigur. Also, so schaut sie dann aus. Hier seht ihr mal das Gesicht. Und dann den Druck, finde ich sehr gut gemacht. Hier unten dann, na gut, die Beine. Und hier dann nochmal seitlich auch bei den Armen. Auch so ein Tarndruck drauf. Ja, und dann hier nochmal von hinten. Den Helm kann man abnehmen. Seht ihr? Das hier wäre dann der Helm. Und das ist ein Nachtsichtgerät. Das könnt ihr jetzt hier so drunter klipsen. Zack. Und dann machen wir das mal hier wieder drauf. Ja, und das schaut dann ein bisschen drehen. Schaut dann so aus. Ja, noch die Waffe. Das wäre dann diese hier. Und die kann man dem natürlich dann hier in die Hand reinmachen. Ja, prima, prima. Dann habe ich den euch auch mal vorgestellt. Weitere Figuren folgen noch. Ich habe noch ein bisschen was aus dem, aus der Weltkriegsgeschichte aus China mit dem Onkel Azuga. Und noch ein paar Men in Black, ein paar Superagenten. Und wer sich dafür interessiert, kann mich gerne abonnieren. Und dann sage ich mal, das war der Testmischel von YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Video.